Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Gas Station Simulator, dem Tankstellen-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen, noch ein bisschen Kraftstoff bestellt. Wir haben jetzt 700 Liter, das ist schon mal recht gut. Wir haben noch 148 Dollar, haben auch hier die Werkstatt renoviert und noch mal ein paar Geschichten eingeräumt. Vielen Dank auch da für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ne? Wir haben genug Sachen hier. Das heißt, heute kümmern wir uns mal ein bisschen hier um die, um unseren oberen Bereich hier. Das war ja der Bereich, wo wir damals gestartet sind, ne? Hier diese Bruchbude. Da haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen aufgeräumt, aber irgendwie auch noch nicht so ganz, ne? Haben wir noch Sachen, die wir da irgendwie wegschmeißen könnten? Ich guck mal gerade hier. Dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Müll haben. Alles weg hier. Braucht man alles nicht. Weg, weg. Alles weg hier, was kaputt ist. Die Schlange kommt auch weg. Guck mal, ein paar alte Bilder hier. Ja, Relativitätstheorie. Kappa. Das sind Tiere, die brauchen wir nicht. Choice ja Teammate. Und weg damit. Ansonsten, weiß ich nicht. Gucken wir mal hier. Stuhl weg. Alles weg. Der ganze Müll hier muss weg. Ach, guck mal, hier können wir uns auch hinsetzen und ein bisschen Gitarre spielen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Sachen müssen wir halt so wegräumen, ne? Ist aber auch blöd. Ja, räumen wir die Pappe mal weg hier. Kommen wir überhaupt durch hier, durch die Tür? Nee. Treffen wir das da unten? Ah, nicht ganz. Aber hier können wir auch nochmal den ganzen Schmodder hier nochmal rausschmeißen. Die gute alte Pappe. Ah, fast getroffen. Schade. Der Teppich ist auch so ein bisschen ranzig. Aber da haben wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen aufgeräumt, ne? Jawohl! Highscore, Leute. Neuer Highscore. Sehr schön. Den haben wir auch noch mal getroffen. Sehr schön. Gut, den alten. Na komm, den lassen wir stehen hier halt. Da haben wir hier noch so einen alten Eimer, den können wir auch mal wegschmeißen. Und ein paar andere Geschichten, räumen wir da mal ein bisschen auf. Neuer Highscore, Leute. Sehr gut. So eine alte Europalette. Jawohl, 12, irgendwas. Haben wir hier noch irgendwas, was wir wegschmeißen müssen? Nö, ne? Die Sachen können wir eigentlich lassen. Hier können wir nochmal einmal fegen, wenn es geht. Jo. Das geht eigentlich auch ganz gut, ne? Über den Rest würde ich einfach so lassen, ne? Ist jetzt nicht tragisch. Ach komm, den doofen Stuhl, den packen wir da auch nochmal weg. Das war kein Highscore. Das können wir lassen. Den alten Stuhl. Ach komm, den lassen wir auch hier. Sehr gut. Gehen wir mal runter. Hier habe ich alles rausgehauen. Ne? Das passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, räumen wir den Kram nochmal rein hier. Den Müll. Liegt natürlich jetzt alles rum hier. Ich weiß nicht, ob wir mal wieder mit dem Fahrzeug hier unterwegs sein müssen. Ich schmeiß mal ein bisschen nach hinten, weil ich habe das Gefühl manchmal, dass er die Dinger nicht richtig entleert. Weil die Sachen hier irgendwie nicht richtig drin liegen, ne? Sehr gut, okay. Hier haben wir soweit alles ready. Das war ready. Hier können wir den ganzen Spaß mal zumachen. Gut, dann würde ich sagen, malern wir mal oben unsere Bude. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, ne? Haben wir hier schon mal gestrichen? Ich weiß es gar nicht. Hier würde ich Sachen machen. Machen wir mal so beigen Ton. Dass wir hier mal ein bisschen beige streichen. Vielleicht noch mal ein paar Lampen hier hinstellen als Deko. Eine Wände. Vielleicht ein paar Bilder oder so. Dass wir da auch noch mal ein bisschen was machen, ne? Sehr gut. Von unten müssen wir die direkt gleich auch nochmal streichen. Würde ich halt im gleichen Farbton machen. Vielleicht auch nochmal ein paar Lampen aufhängen. Gucken wir mal. Aber mal so für so ein bisschen Stil sorgen, ne? Gut, große Sachen kaufen können wir nicht. Habe ich auch gerade gemerkt, weil wir halt nicht mehr so viel Geld haben. Uns geht es nicht so gut, ne? Wie der liebe Mario sagen würde. Sehr schön. Aber zumindest haben wir dann unseren Schlafbereich oder keine Ahnung, was das hier auch darstellen soll.
immerhin dann auch schon mal ready gemacht, ne? Von innen. Ich glaube, die Lagerhalle unten mache ich grau oder so. So, das haben wir auch. Tipptopp. Sehr schön, sehr schön. So. Dann haben wir das auch gleich schon mal fertig. So, hier können wir, glaube ich, nichts streichen. Ne, das ist die Querwand. Hier nochmal eine Runde. Und dann sind wir damit schon mal fertig. Dann würde ich in den unteren Bereich gehen, da auch nochmal drin streichen. Oder wir machen hier direkt außen, ne? Das würde ich, glaube ich, weiß lassen, das Gebäude. Oder dass man hier so Treppen auch renovieren kann, ne? Das wäre vielleicht auch ganz cool. So, mal zu. Hier würde ich vorschlagen, streichen wir weiß, ne? In der Lagerhalle. Fangen wir mal hier bei der Wand an. Dann gleich nochmal die Müllabfuhr rufen, dass die nochmal alles leer machen. Sehr cool. Dann alles im neuen Gewand, ne? Und dann kann die neue Eröffnung starten bald. Sodass wir dann da auch loslegen können wieder, ne? Mit unserem jeweiligen Laden. Wir werden dann wieder einige Einnahmen erzielen. Weil wir jetzt auch wirklich, glaube ich, fast alles auf Lager haben. Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, meine ich. Aber das sollte jetzt nicht so tragisch sein. Aber auch ein schönes Lager, ne? Ist halt auch wichtig, ne? Einfach mal Frühjahrsputz hier. Ansonsten, wenn ihr noch Vorschläge habt zu Spielen, ne, die wir gerne mal hier sehen wollt, wenn es Simulationsspiele sind, schreibt es gerne hier rein. Ansonsten, wenn es keine Simulationsspiele sind, schreibt es gerne unter die Kommentare auf dem neuen Homer Uncut-Kanal, Leute. Ne? Der ist auch unten verlinkt. Da könnt ihr dann auch nochmal Vorschläge bringen, wenn ihr Lust habt. Ne? Oder bei mir im Discord. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr da auch noch Vorschläge machen. Egal, ob für die Livestreams, für die Videos und so weiter und so fort. Ne? Gucke ich mir natürlich dann an. Ne, klar, ich kann nicht mehr jedem Wunsch entsprechen, weil wir können nicht jedes Mal immer ein anderes Spiel spielen. Aber ich versuche natürlich da immer mehr Abwechslung wieder reinzubringen. Ne? Habt ihr ja auch gemerkt, jetzt kam wieder ein bisschen mehr in den letzten Tagen. The Bus kam, Tramsim kam. Ausflipper haben wir erstmal beendet. Bis zum nächsten DLC. Hier werden wir dann auch noch ein paar Folgen machen, wo wir ein bisschen was verkaufen. Vielleicht schaltet ja auch wieder Dennis ein und den Tanzbus. Müssen wir mal gucken. Das ist nämlich auch ganz lustig. Dass wir da noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, und dann sind wir hier auch erstmal wieder durch. Ich habe mir den Medieval Ironsmith, oder wie der heißt denn, diesen Ironsmith Simulator angeguckt. Den fand ich persönlich jetzt nicht so dolle. Werde ich vielleicht irgendwann noch mal am Sim-Freitag spielen. Wobei, da spielen wir jetzt, glaube ich, aktuell erstmal Planet Crafter. Was halt auch ein schönes Spiel ist, ne? So. Da sind wir ready. Dann würde ich sagen, streichen wir mal von außen auch nochmal in weiß. Na, guck mal, die Pfosten könnten wir dann rot streichen. Das machen wir dann genau umgekehrt. Und oben müssen wir natürlich dann auch nochmal malern, ne? Dann sind die Renovierungsarbeiten auch schon abgeschlossen. Hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber ich dachte mir, wir machen mal so eine Komplettrenovierung. Muss auch mal sein, ne? Dass wir dann alles mal wieder hier auf den neuesten Stand haben. Das Gute ist, wenn das Update dann irgendwann kommt mit dem Klinker, ich hoffe, da müssen wir nicht so häufig renovieren wie jetzt auch. Oder dass man hier zum Beispiel auch diese Schilder ändern könnte, hier Warenhaus oder neue Schilder austauschen könnte. Das wäre halt auch geil, ne? Aber geht aktuell noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch, ne? Ach, herrlich. Ah, Hilfe. So. Der obere Bereich war ein bisschen tricky, weil wir da nicht überall drankommen. Aber wir können, glaube ich, dort Gerüste, glaube ich, aufstellen, meine ich. Oder vertue ich mich da jetzt? Müsste ich gleich noch mal anschauen. Sehr gut. So, tippitoppi. Haben wir das auch fertig? Oh, sieht doch schon mal nach was aus.
Müssen wir uns natürlich gleich mal im Hellen angucken, ne? Wie das Ganze dann komplett aussieht. Ach, da gibt es auch nochmal einen Eingang. Wusste ich gar nicht. Aber nicht alles quasi dann später sieht, ne? So, hier auch nochmal. Oder jetzt hier auch den Dampf, den wir jetzt hier haben, ne? Der geht halt auch nicht weg. Das hier zum Beispiel. So, jetzt haben wir noch eine Fläche. Da seht ihr mal den Unterschied, ne? Müsst ihr gleich mal oben gucken und unten. Was so ein bisschen Farbe letztendlich ausmachen kann, ne? Guck mal. Krass. Ist schon heftig. So, dann mache ich hier unten, machen wir rot. Ne, rot nicht. Ich würde das schwarz nehmen hier für die Balken. Ich glaube, das wirkt besser. So, hier auch nochmal. Ja, nee, hier können wir, guck mal, den Balken können wir zum Beispiel wieder nicht streichen. Geht leider nicht. Den können wir auch nicht streichen. Nur die Außenfassaden hier. Also auch nicht alles individuell anpassbar. Leider, leider. Ach, guck mal, hier ist das kleine Rennen. Hier machen die Leute alle Pause. Mahlzeit. Ach, so. Das müssen wir auch nochmal hier. Dann haben wir echt unzählige Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich hier gespielt habe. Hier in dem Spiel. Aber einige Stunden haben wir hier runtergerissen. So, den noch. Und dann müssen wir in den oberen Bereich gehen. Müsste ich mal gucken bis zur nächsten Folge, wie viele Stunden ich da habe. Schreibt mir auch mal gerne rein, wie viele Stunden ihr schon in dem Spiel verbracht habt. Das würde mich auch mal interessieren. Denn der eine oder andere von euch schreibt auch mal fleißig Kommentare und gibt auch viele Tipps. Und dann gehe ich dann auch davon aus, dass ihr natürlich auch wirklich viel gespielt habt. Ne? Ich gucke mal, ob ich hier überhaupt einen Bus brauche. Vielleicht geht es eigentlich auch so. So. Haben wir innen gestrichen, außen gestrichen. Ich glaube, innen hat man beim letzten Mal nicht gemacht. Gut, einrichten können wir da jetzt von innen jetzt erstmal nichts. Oder zumindest nicht so viel. So, jetzt können wir hier die Fassade. Kommen wir da dran? Jo, sehr gut. Auch nochmal streichen. Ach, da oben haben wir auch noch die Dinger. Sehr schön. Malen nach Zahlen hat das irgendwie hier, ist so das Gefühl. Sehr schön. So. Nee, das passt soweit, ne? Ich glaube, die eine Fassade von der anderen Seite ist, glaube ich, noch nicht ready, ne? Wir gucken mal kurz. Oder kommen wir da oben? Ne, ja, guck mal, hier brauchen wir gar nicht. Hier haben wir dieses schiefe Dach. Da oben müssen wir nochmal dran. Hatten wir nicht irgendwie hier was? Autoteile, Produkte. Nee, ne? Da oben. Aber warte mal. Ich guck mal kurz in meinen Computer, ob wir da nicht vielleicht irgendwas haben. Irgendwie was? Werkzeuge? Nee, die haben wir schon alle gekauft. Da wünsche ich mir auch noch ein bisschen mehr. Einrichtungen. Dekoration, Außenbereich. Ach nee, da haben wir, glaube ich, auch schon alles, ne? Ach, da können wir... Ach, hier, guck mal. Da können wir noch hier neue AC-Strecke freischalten. Dekoration, Innenbereich, nee. Haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Das heißt, da oben kommen wir, glaube ich, gar nicht dran. Da vertue ich mich da jetzt so krass. Ich weiß es nicht. Gehen wir wieder raus. Da oben komme ich gar nicht dran, ne? Oder sehe ich da irgendwas? Nö, nee, es scheint nichts zu sein, ne? Hm. Wie habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? Oder, ich bin, glaube ich, hier drauf geklettert, ne? Ich glaube, so ein Ding war das nämlich. Stimmt. So war das. Wäre schön gekleckert hier.
dann haben wir es auch. Sehr schön. Cool. Dann sind wir damit auch fertig. Weil es wird auch langsam hell. Ah, da um die Ecke, ne? Ah ja, genau. So ging das. Sehr schön. Nein. Na komm, streichen wir da auch nochmal. Die Tore kann man nicht streichen, leider. Sehr gut. Cool. Dann haben wir das auch alles fertig. Sehr schön. Ich gucke nochmal, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen Müll wegpacken kann. Aber ich glaube, ich habe hier alles soweit weggepackt, ne? An Müll. Hatten wir alles, ne? Aber man kann, glaube ich, hier die... Ne, die kann man nicht mitnehmen. Manche Sachen kann man halt einfach nicht mitnehmen. Das finde ich echt persönlich schade. Guck mal, hier könnte man auch noch ein bisschen Gitarre spielen. Hier sind noch die ganzen Kollegen. Da können wir auch mal aufräumen hier, ne? Leben einfach hier in den Tag hinein, die Leute, ne? Guck ich die mal an. Hier, Maria. Hier, Jan. Georg. Und so weiter, ne? Eben halt auch so ein bisschen den Müll, ne? So, dann nochmal den Müllwagen anrufen. Na, gucken wir uns mal das Lagerhaus hier an. Guck mal, das ist jetzt alles soweit fertig. Dann haben wir das auch. Ja, die kriegt man halt nicht weg. Dann rufen wir nochmal den Müllwagen. Bam. Müllabfuhr. Hier kommt er nochmal vorbei. Hier ist alles soweit ready. Ne? Die Tankstellensäulen sind auch gestrichen. Also alles wieder picobello. Hier haben wir noch einen Teil. Nö, hier können wir auch nichts machen. Anrufen. Können wir irgendjemanden anrufen? Leider nicht. Schade. Hier kommt dann irgendwann mal wieder der Partybus. Da bin ich auch mal gespannt. Hier haben wir noch ein paar Kippen. Können wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Ein paar alte Stühle und so weiter. Das können wir auch streichen. Warte mal. Können wir das echt streichen? Jo. Nee, können wir nicht. Das sah jetzt erst so aus, ne? Oder? Nee, leider nicht. Schade. Ich dachte, das könnte man jetzt auch streichen. So, da kommt die Müllabfuhr noch. Die macht jetzt erstmal hier soweit wieder alles fertig. Ja, aufgeräumt haben wir. Und ich würde sagen, liebe Freunde, in der nächsten Folge machen wir die große Neueröffnung. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.